Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten heute rein. Ja, mit der ersten Analyse, wann könnte ein Model 3 hier auch in Deutschland produziert werden? Nach den letzten Updates, dass Tesla ja nun ein Grundstück dazu kaufen möchte, werden wir uns das mal anschauen, wie realistisch das ist, wann hier ein Model 3 in Deutschland erwartet werden kann. Ich habe aber als allererstes hier nochmal Zahlen für euch aus dem Jahr 2021, um auch nochmal deutlich zu machen, warum eine zweite Fabrik von Tesla in Europa nötig ist. Wir sehen, dass China mit 21 Millionen Autos im Jahr der größte Automarkt der Welt ist. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber macht Sinn, dass Tesla hier auch weiter expandiert. Dann haben wir den Markt in den USA auf dem zweiten Platz mit knapp 15 Millionen Autos. Tatsächlich sogar wieder aufsteigend jetzt. Und da ist natürlich auch eine weitere Fabrik jetzt schon gebaut worden. Also wir haben Fremont und Austin. Jetzt geht es um den deutschen und europäischen Markt. Da sind wir bei 11,7 Millionen. Und wenn wir jetzt uns einfach mal anschauen, die Delle, die ihr hier in der Mitte seht, das ist der Lockdown in Shanghai, der schon ein wenig eingerechnet wird, weil natürlich die Zahlen nicht so wie erwartet erreicht werden. Wenn ihr euch hier das hellgraue nehmt, das ist der schmale Streifen, der jetzt auch beginnt mit dem Model Y Performance, dann wird Richtung Ende des Jahres ja das Model Y Long Range kommen und dann wird natürlich die Produktion weiter erhöht. Wenn ihr dann nach oben schaut, seht ihr etwas Dunkelgraues und das ist das Model 3 aus Grünheide. Das wird hier frühestens mit dem ersten Quartal 2025 angegeben. Jetzt hört sich das erstmal an wie ein Schock, aber wir müssen ja erstmal schauen, wie kommt es zu diesem Zeitplan. Der Zeitplan ist recht deutlich. Wir wissen, dass Tesla wahrscheinlich erst Mitte nächsten Jahres anfangen wird, die Expansion des Grundstückes auf der rechten Seite, also der Bereich, der noch zwischen diesen Straßen frei ist, dass sie damit erst nächstes Jahr im Sommer loslegen. Das ist also Mitte 2023. Dann haben wir ja noch die Sektionen im Norden, also links und rechts, wenn man jetzt hier einfach nach dem Uhrzeigersinn gehen würde. Und da können natürlich auch weitere Expansionen stattfinden. Dieses wird aber erst passieren, wenn Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, die Produktion auch wirklich am Laufen ist, die Fabrik selber auch profitabel ist. Und dann kann mit der Expansion Stück für Stück begonnen werden und bis Anfang 2025, vielleicht auch Ende 2024, ist es dann möglich, die Expansion weiterzuführen, Genehmigungen und Papierkram entsprechend zu erledigen. Also das nur mal mit euch auf den Weg zu geben, damit ihr eine Ahnung habt, in welchem Zeitrahmen wir hier sprechen. Das sind nochmal 3 Jahre. Ein weiterer Grund, warum es für Tesla aber vielleicht besser wäre, dieses sogar noch zu beschleunigen, ist natürlich auch die Profitabilität. Was sind die Kosten, die sie haben für jeden Verkauf? Und hier sehen wir das jetzt mal umgedreht. Also wir sehen zum Beispiel, dass im ersten Quartal 2020 zum Beispiel ein Model 3 64% Kosten hatte. Dieser Betrag wurde immer weiter reduziert mit der Skalierung. Und natürlich werden auch in Grünheide die Kosten weiter sinken mit der Skalierung der Fabrik. Und wir sehen, mit der Skalierung kommen ja auch neue Farben. Das sind zum Beispiel aktuelle Aufnahmen eines Model Y Performance in Weiß aus Grünheide, die ich netterweise hier benutzen darf, sodass ihr mal eine Nahaufnahme habt. Mit dieser Skalierung können Sie die Kosten runterbringen und des Weiteren, wenn dann das Model 3 eben halt nicht mehr in China produziert wird, ist es natürlich auch logistisch gesehen alles einfacher. Ich glaube, wir sollten uns auch alle, da wir uns ja nun in der Elektromobilität befinden und wir auch wollen, dass gewisse Dinge nachhaltiger passieren, auch darauf konzentrieren, dass es wichtig wäre, dass diese ganze Schifffahrt, dieses ganze Schiffschaos, das Warten auf die Schiffe, was wir in diesem Moment haben und worüber ich in den letzten Tagen viel berichtet habe, dass dieses einfach langfristig keinen Sinn mehr macht. Das heißt, ein Model 3 in Deutschland zu produzieren für den europäischen Markt, dann die chinesische Fabrik für den chinesischen Markt und vielleicht andere Staaten im asiatischen Bereich, aber nicht quer durch die Welt verschiffen. Dann schauen wir auf China, wo wir gerade auch davon sprechen, denn es gibt weitere Informationen, dass eben halt seit dem 30. April bis zum 7. Mai 10.000 Autos produziert worden sind.
Das ist tatsächlich noch ein Ticken weniger, als wir eigentlich erwartet haben. Das wären ungefähr 850, 900 Autos pro Tag. Ich gehe davon aus, dass aber jetzt die Produktionszahl schon um einiges höher ist und dass auch durch dieses Hochfahren der Produktion das ein wenig verzerrt ist. Dann haben wir die Glovis Splendor weiter hier in Shanghai, sollte aber eigentlich jederzeit ablegen. Bei der Iris Ace und der Theben wird sich jetzt entscheiden, was der nächste Zielhafen ist. Hier hatte ja derjenige, der diese Statistiken und dieses Tracking macht, gesagt, dass Theben auf jeden Fall nach Seebrügge fährt. Das heißt, die müsste dann eigentlich rüberkommen nach Shanghai. Bei der Iris habe ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch passieren, müssen wir aber noch abwarten, ist noch nicht offiziell bestätigt. Also auch dieses ganze Tracking der Schiffe ist ja schon eine wahnsinnige Geschichte und ich bin froh, wenn in spätestens 3 Jahren vielleicht dann dieses Thema auch erledigt ist. Ich hatte euch am Anfang gesagt, 11,7 Millionen Autos in Europa. Wir haben 2 Fabriken in China bald. Wir haben oder eine größere Fabrik und wir haben 2 Fabriken in Austin. Und da soll ja sogar noch eine Fabrik kommen. Aber für den europäischen Markt und viele sagen, ja Mann, wie will denn Tesla 500.000 Autos verkaufen? Wenn man auf den deutschen Markt schaut, ist das vielleicht vollkommen richtig. Wir haben zwar ein starkes Wachstum, aber wo will Tesla 500.000 Autos verkaufen? Auf der anderen Seite gibt es in ganz Europa, und da gehört auch England dazu und Großbritannien, ist es so, dass 11,7 Millionen Autos verkauft werden. Und wenn Tesla expandiert in Grünheide, dann können sie aber trotzdem noch eine weitere Fabrik in Europa gebrauchen. Das kann auch fürs Model S und Model X sein. Da gibt es ja Vermutungen auch in China, dass da auch eine Produktionslinie kommen soll. Also rein vom Markt her ist der europäische der drittgrößte und es würde vollkommen Sinn machen, hier dann auch noch eine 2. Fabrik zu bauen. Dieses werden wir sicherlich noch dieses Jahr erfahren. Mit dieser Geschwindigkeit, in der Tesla zurzeit arbeitet in Bezug auf China-Expansion, Austin neue Fabrik, wahrscheinlich noch eine Fabrik in Austin. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch eine Ankündigung geben. Und dann jetzt hier in Grünheide auch die Expansion, also neues Land. Dieses neue Land, was Sie hier kaufen möchten, macht Sinn. Sie brauchen Züge, weil mit den Transportern, mit denen Sie in diesem Moment die Sachen wegfahren, macht es keinen Sinn, wenn Sie 400.000-500.000 Autos produzieren. Ja, hier nochmal vielleicht auch ein paar Daten aus den USA. Was ist das durchschnittliche Einkommen einer Person, die einen Tesla hat? Da zeigt sich doch schon ganz deutlich mit 146.000, wie groß dieses ist. Ja, schaut gerne mal auf Tesla Supply vorbei. Wir haben immer noch die Pakete, könnt ihr 15% bekommen. Also, Dankeschön.